Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Ja, in diesem Video zeige ich heute wieder eine neue Android-App, die ich lange benutze. Ihr habt mir bis jetzt ja noch keine, leider Gottes, in die Kommentare geschrieben, die ich mal testen sollte. Könnt ihr immer noch gerne machen. Sie sollte aber kostenlos sein und für Android-Devices zur Verfügung stehen. So. Und zwar ist die App VLC Media Player. Das Ganze gibt es ja auch schon für Windows sehr, sehr lange und auch schon, ist auch schon sehr erfolgreich. Und jetzt möchte ich euch erstmal zeigen, wo ihr das Ganze herunterladen könnt. Ihr geht aufs Menü, wie ihr vorher gesehen habt, Play Store, gibt hier in der Google Play Suche VLC ein. Und nun habt ihr VLC für Android normal. Das ist die Hauptversion 1.3.2. Und es gibt die Beta von der Version. Also wenn jemand gerne Beta-Tester spielen möchte oder einfach auch schauen möchte, welche neuen Funktionen sind drin, der kann das gerne damit machen. So, wir widmen uns der Hauptversion und wir sind schon direkt im Punkt Video. So, wir haben hier oben eine Suchlupe, wo wir gewisse Sachen suchen können. Dann haben wir hier einen Reload-Button, dass wir quasi die oder an den Zeitpunkt zurückspringen können, was wir gerade gesehen haben oder vor Kürze erst gesehen haben. Und dann haben wir noch sortieren nach Laufzeit zum Beispiel. Oder eben er soll nach Namen sortieren. Es funktioniert ganz gut. Dann hat er natürlich noch einen Aktualisierungsbutton, also wenn ihr zum Beispiel eine SD-Karte hinzugefügt habt oder so. Und eine sehr interessante Funktion ist der Equalizer. Da könnt ihr nämlich feststellen, soll euer Video, wo ihr gerade abspielt, dumpf klingen oder extrem hell. Wir haben hier verschiedene Profile: Techno, Soft, Ska, Rock, Pop, Party, Live, und so weiter und so fort. Ich habe das Ganze meistens immer auf Flat, also sprich, dass er einfach die Standardeinstellung übernimmt. Die finde ich eigentlich ganz okay. Ab und zu höre ich persönlich auch mal Pop in der Hinsicht und dann stelle ich das Ganze auf Pop und dann tun sie das Ganze auch anpassen, finde ich sehr gut gelungen. Auch sehr gut von der Bedienung her. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Findet ihr das sinnvoll oder nicht? Dann haben wir natürlich hier noch den Punkt Audio und das finde ich auch sehr gut gelungen. Wir haben hier direkt eine Übersicht nach Künstlern, wenn es einen gibt. In meinem Fall jetzt keinen aktuell. Dann haben wir hier den Punkt Alben, Lieder, Genres und eben die Wiedergabeliste. Dann haben wir den Punkt Verzeichnisse. Da wird zum Beispiel der interne Speicher angezeigt, wenn wir irgendwas haben, oder eben auch der externe Speicher in Form von einer Micro-SD-Karte, wenn euer Handy die, beziehungsweise wenn euer Handy das unterstützt, dass man eine Micro-SD-Karte einfügen kann. Dann haben wir den Punkt Medienadresse öffnen. Das ist ein sehr interessanter Punkt, wo ihr quasi sagen könnt, ja, ich möchte zum Beispiel irgendeinen Radiosender, was weiß ich, XY oder so zum Beispiel hören. Da könnt ihr zum Beispiel eben die Adresse eingeben und dann könnt ihr darüber euer Radio hören. Dann noch gehen wir mal auf den Punkt Einstellungen. Das ist ein ziemlich interessanter Punkt und zwar eben Verzeichnisse, interner Speicher, da können wir zum Beispiel ganz klar definiert sagen, er soll Musik nur von dort nehmen, finde ich gut gemacht. Dann haben wir natürlich noch ganz klar den Punkt Bildschirmausrichtung. In meinem Fall Sensorenausrichtung, also dass er quasi nach den Sensoren geht. Es sind interne Sensoren verbaut, Neigungssensoren und dann sieht er, okay, bin ich. Ja, ich gucke jetzt mal, ob das so mit der Einstellung auch geht. Genau, also da hatte das Ganze jetzt zum Beispiel auch wunderbar gedreht. Ich hoffe, das sieht man jetzt im Video. Jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher. Oder er hat die Aufnahme wieder abgebrochen. Ich weiß es nicht. Jo, dann haben wir eben auch einen Punkt schwarzes Design verwenden. Finde ich eigentlich ganz okay. Wenn ich nämlich umstelle aufs Weiße, das wäre dann doch schon wieder fast ein bisschen zu grell, zu hell. Da finde ich das Schwarze doch wesentlich angenehmer auch zum Lesen und es brennt dann nicht so in den Augen, wenn ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir noch ein paar extra Einstellungen, Schnittstelle zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Leistung können wir auch noch anpassen, einige Einstellungen. Also da ist es wirklich für jeden was dabei.
So, jetzt muss ich das Ganze wieder ausstellen. So, dann natürlich noch über. Wir haben die Version 1.3.2. Als ich das Ganze getestet habe, das war vor etwa 2 Jahren, da war VLC noch in der Alpha. Ich glaube in der Alpha 06 oder 07. Und eben, es lief da zu damaligen Zeit schon unglaublich stabil. Allerdings halt, er ist sehr oft abgestürzt. Aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich gar keine Abstürze mehr. Also wenn ich Videos angucke oder so und ich kann auch zeitversetzt markieren. Also das finde ich wirklich sehr, sehr angenehm und auch sehr, sehr gut. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Zum VLC Media Player. Schreibt nochmal in die Kommentare, habt ihr vielleicht noch irgendeinen Wunsch für die nächste Android- bzw. App der Woche-Ausgabe. Ich versuche sie ja meistens immer am Dienstag hochzuladen. Oft gelingt es mir nicht, wie heute zum Beispiel. Oder wie letzte Woche, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Deswegen meine Frage an euch auch da draußen. Habt ihr irgendeinen Videowunsch, was denn, oder irgendeinen App-Wunsch? Wichtig ist natürlich, es muss kostenlos sein und es muss für Android ab Version 5.0.1 zur Verfügung stehen. So, das war's mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss. Danke fürs Zuschauen.